Willkommen zu Super Mario Bros. 3 Together Again. Ne, ey, ist das nicht geil eigentlich, so der Name, Conne? Was meinst du? Together Again? Das ist bestimmt eine Weltpremiere. Das klingt geil. Also ich finde, das klingt so ein bisschen nach Liebe. Gab es das schon mal, meine Freunde? Together Again? Ja. Ich glaub nicht. Weltneuheit. Kommt direkt in den Titel. 1988 auf dem NES erschien 1993 für Super Nintendo in der All-Stars-Version geremaked und heute bei uns auf dem Kanal, bei mir. Ja, als Weltneuheit. Ist das geil, als Weltneuheit. Super Mario Bros. 3. Es läuft besser wie immer und besser wie immer und so, kennt er ja. So schön habt ihr dieses Spiel noch nie gesehen. Nee, wir haben sogar, Wollo macht sogar einen HD-Filter drauf. Ja, sensationell, ja. Ja, das ja, ja. Machst du nicht, oder? Was? Machst du nicht, wa? Weiß ich nicht. Hab weißt ich einen? Ja, das ist die Frage. Der sieht schon sehr schön aus. So viel kann ich dazu sagen. Ja, das ist natürlich. Kommt auch in die Titelbeschreibung. 1080p, das ist wichtig. Vielleicht rendert es ja auch in 1440p. Wow! Wow, 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 wow! Haltet euch, setzt euch besser hin, wenn ihr das seht. Setzt euch besser vorher hin. So, erstes Level geschafft, oder da wie? Da bluten dir die Augen. Erstes Level geschafft, Cornel. Jetzt wird schwierig. Alter, wie schnell hast du das? Das erste Level ist aber auch kurz. Ne? Ja, die Levels sind alle sehr kurz in diesem Spiel. Kurz? Ja, das stimmt, aber knackig. Sehr ja, ne? Knackig, sehr, sehr. Sehr fordernd, sehr fordernd das Ganze. Auch? Ich, apropos knackig, ne, so eine Wiener Wurst ist auch knackig. Würde ich gerne mal wieder essen. Cornel, ums Essen geht's, erst in Papas später. Ich wollte es nur sagen, ohne Zusammenhang. Da musst du auch nicht drauf. Warum? Das verstehe ich nicht. Komm, stirb. Todesstatistik, liebe Freunde. Todesstatistik. Darf geführt werden. Naja, braucht bei mir, gibt's da nicht viel zu führen, weil ich nie sterben werde. Oh nein. Lauf, Junge! Nee, ich will den Stern. Also wir müssen uns auf jeden Fall sehr gut anstellen, Cornel, das ist wichtig. Ja, ja. Keine Blöße. Allein wegen Retno. Warum? Ja. Verstehen. Allein wegen Rettenhose und dem Kleder, den zeigen wir jetzt mal wieder, wie man das macht. Guckt genau hin. Ja, fürs nächste Mal. Ja, die sind ja noch klein und süß, die beiden, ne? Ja, süß. Wissen wir nicht. Ja, der Kleder nicht. Ey, jetzt war nicht so fies hier. Was ist Bin da? Ich doch gar nicht. Ist das ein fiese Sau, ey? Das gibt's ja gar nicht. Ihr müsstet den... Ja, stirb mal, das finde ich schon gut. Oh. Das wusste ich. Kriegt er Geschenk da noch. Das finde ich nicht gut. Wenn ich die Münzen einsammle, krieg ich ja Leben, ne? Nee. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Nee, kriegst du nicht. Damals war das noch nicht so bei Mario. Ach so, hat Miyamoto das erst Miyamoto einen Kredit aufnehmen musste erfunden. Genau, Miyamoto musste nämlich im Jahr 1995 einen Kredit aufnehmen, weil sein Hund eine neue Kette brauchte. Und dann dachte er sich, oh, wenn I got a Kredit bis 100 Münzen, I got a new Kette, so Mario get extra ab. Juhu! Wahrscheinlich war das der Hintergedanke hinter den 100 Münzen sammeln. Eine wahre Geschichte. Mhm. Wusstest du, Cornel, dass Miyamoto den Todespilz erfunden hat, dass er da angeblich Depressionen hat oder man glaubt es? Wusstest du das? Hast du schon mal gehört? Ja. Ich habe da mit ihm drüber geredet, ne? Auch brandheiße Infos, die wir hier haben. Ja. Nur vom Feinsten alles, Leute. Ja, das ist, ne? Wusstet ihr, dass Miyamoto zu 90% an diesem Spiel mitgewirkt hat? Bestimmt. An Super Mario Bros. 2 hat er ja nicht mitgewirkt. Genau, und hier wieder. Also Lost Levels, ne? Lost Levels. Und er fand es selber zu schwer, Dann frage ich mich aber, warum er dieses Spiel so höllisch schwierig gemacht hat. Naja, so höllisch ist es. Das ist sau. Ja, komm, das sagst du jetzt. Das Spiel ist so schwer. Ah, ja, gut. Der Wollo, da muss man verstehen, der ist ein bisschen von der älteren Garde, ne? Aber wir werden das natürlich hier mit Luigi, werden wir die meisten Level schaffen. Ihr dürft natürlich auch eine Statistik machen, ne? Level geschafft, Mario, Luigi. Nein! Ja? Und doch, dürft ihr, wirklich. Ich widerspreche mir selber gerne manchmal, aber im Prinzip dürft ihr das. Und ihr dürft dann in dem Zusammenhang auch, natürlich, wenn der Wollo mal Game Over geht, was 2, 3, 10 Mal vorkommen wird, die Level wieder abziehen. Das ist ganz klar. Es sind nur die Level, die dann auch wirklich als M gezeichnet sind und nicht wieder umgedreht werden. Das ist ganz wichtig. Ne? Okay. Das nochmal dazu. Ansonsten Informationen zu dem Spiel. Es gibt Pilzhäuser, wie ihr gerade seht. Es gibt auch Sterne, aber keine Sternhäuser.
Es gibt keine Sternhäuser, nein. Aber es gibt jede Menge Bonus-Stuff. Line-up, ne? Ihr könnt da. Das ist unmöglich. Also, wenn du Glück hast. Das Ding ist, Miyamoto, ne, als er die Pilzhäuser entwickelt hat, hatte er gerade eine Pilzsuppe. Hätte Miyamoto bei wolkenlosem Sternenhimmel das Spiel entwickelt, hätten wir wahrscheinlich Sternhäuser. Aber muss man in dem Zusammenhang kurz mal erwähnen, das ist wichtig. Boah. Weil man weiß es ja, Miyamoto war immer sehr so, wie halt Miyamoto ist. Und das ist auch gut so. Lebt der eigentlich noch? Ja, der lebt noch. Guck mal, wenn der irgendwann stirbt, gibt's wahrscheinlich einen Todesfall. Zeigen wir die. Das ist scheißegal, oder? Was denn? Ach, kack auf die Flöte. Da oben ist eine Flöte, Leute, wenn ihr da hochfliegt, ja, ne? Und dann durch eine Tür geht. Wenn ihr Flöte, ich weiß auch die ganzen anderen Flöten gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir wollen die Flöten ja sowieso nicht, weil wir wollen die Level spielen. Ja, und mit der Flöte skippst du hier Bum-Bum. Und das ist eine Sache, Bum-Bum ist ein harter Gegner, der hat verdient ja auch gezeigt zu werden. Bum-Bum hatte hier in diesem Spiel tatsächlich, ihr werdet es wahrscheinlich nicht wissen, seinen ersten Auftritt. Und Miyamoto wurde vorher von einem Bodyguard eines anderen Mannes angegriffen, der Ähnlichkeit mit Bum-Bum hatte. Das wissen viele nicht. Echt jetzt? Nein. Das ist auch mir neu. Das ist mir vollkommen neu. Cornel, wow, wo hast du diese Infos her? Ja, ich und Miyamoto, ich habe ihn vorher angerufen und gesagt, Miyamoto, guck mal, wir spielen jetzt Super Mario Bros. 3. Erzähl doch mal, was du dir bei all den Dingen gedacht hast. Und dann hat er gesagt, okay, erzähl ich dir. Darf ich mal was erwähnen? Wir haben noch kein Leben verloren. Ja, weil wir die Besten. Was machst du da? Irgendwie hat die Steuerung nicht funktioniert. Ja, ich merk's. Kannst du rutschen, Colin, du kannst rutschen. Er läuft von alleine. Der ist von alleine hochgelaufen. Ich kann nicht rutschen, das funktioniert nicht. Knopf nach unten drücken. Ja, aber dann, der hört immer zwischendrin auf. Hä? Das ist. Och nö! Das ist, weil das Steuerkreuz nicht so richtig funktioniert. Ah, das ist ja ein Skandal. Das ist ein richtiger Skandal. Controller kaputt. Gibt's hier mehrere. Muss ich hier irgendwas beachten? Hier ist bestimmt ein Item, oder? Nee. Gibt es überhaupt versteckte Blöcke in dem Spiel? Ja, auf jeden Fall. Nee, ich würde sagen nein. Gibt es versteckte Blöcke? Es gibt hier keine versteckten Blöcke. Ohne Spaß gibt es nicht. Nein, natürlich nicht. Nee, nee. Nee, wirklich nicht? Nein, ja, nein. Ich gibt wüsste keinen. Ja. Schade, dass ich jetzt gerade keinen finde. Das wäre so passend. Das liegt nämlich daran, Miyamoto hatte vorher keine Brille, müsst ihr wissen. Und kurz vor diesem Spiel hat er eine Brille bekommen und dachte sich, jetzt sehe ich alles, dann sollen die Leute auch alles sehen. Genau. So war das. Das sieht man heute nicht mehr, das kann man heute nicht mehr sehen, weil er Kontaktlinsen trägt. Deswegen jetzt auch HD. Tanuki, ne? Hat auch seinen ersten Auftritt hier. Der Tanuki hat auch seinen ersten Auftritt hier. Und der hatte auch lange Zeit seinen einzigen Auftritt hier, Cornel. Das stimmt. Ist das ein Knaller? Schade. Ah. So schön gedacht. Ja, der Tanuki. Aber heutzutage ist er ja echt overused, sagt man das so in der neudeutschen Sprache. In Mario Kart 7, in Super Mario 3D Land, in Super Mario 3D World, glaube ich auch, ne? Ja. Da hat er die Leben. Geiler Typ. Fängt gut an. Fängt gut an für mich, ja. Ich sehe auch einige Ems. Ja gut, hier, Pilzhaus zählt nicht, ne? Da wollen wir mal jetzt hier auch... Du hast die zwei Bonus-Dinger gemacht. Jetzt kriege ich den Och, nö. Kannst verkacken. Will nicht gegen den Hammerbruder. Ja, musst du aber. Die Hammerbrüder hat Miyamoto übrigens einprogrammiert, weil sein Bruder ihm mit dem Hammer auf den Kopf gehauen hat. Und da dachte er sich, nee, also, das ist ja echt eine gemeine Sache. Dann mach mal. Interessante Frage ist, hat er wirklich einen Bruder? Man weiß es nicht. Man weiß, die Japaner haben nicht, die haben nicht so viele Kinder. Also dürfen die dürfen so viele Kinder haben, wie sie wollen, Cornel. Das sind keine Chinesen. Muss ich meinen Eltern auch immer wieder aufs Neue erklären. Wenn ich sage, ich möchte mal nach Japan und die mir dann sagen, oh, denk dann tot Hühner auf dem Markt. Und so, das ist, Alter. Japan, Tokio, die größte Großstadt der Welt. Technisch auf Top-Vordermann. Und ihr wollt da tote Hühner auf dem Markt kaufen, ey. Die da runterhängen. Ist klar. Übrigens fährt ein Kommilitone von mir. Das ist auch ein komischer Kauz. Der fährt jetzt für 6 Wochen oder so. Oder 2 Monate nach Japan. Boah.
nach Kyoto und noch nach zwei anderen Städten. Mit Miyamoto-chan? Ja, der hat auch immer Chinesen oder Japaner um sich rum. Wirklich. Das ist voll krass. Weil, wenn der Fotos postet, wenn er irgendwo hier in Würzburg auf einer Party war, sind es immer Asiaten. Wenn man es auswendig kennen könnte. Boah! Entschuldigung, aber hat mich gerade ein bisschen begeistert. Das war klar. Ah. Ja, es muss auch rechts sein, Korn. Das ist rechts. Rechts oben. Nein. Doch. Warum? Weil ich das sage. Nee, das ist hier irgendwo. Ach, es war rechts oben. Nee, war es nicht. Schade drum. War es nicht. Jetzt klau doch nicht alles. Ja, ich will auch so ein L. Klau nicht alles, ey. Hallo, wie geht das auf? Entschuldigung. Okay. Der Gauner schon drei Items und holt sich jetzt hier das Luftschloss. Wie setzt hier in so ein Item ein? Ah. Als ob du das brauchst. Ey, wir sind in der ersten Welt, Cornel. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Ich glaube, es heißt Wand. Ich weiß. Magic Wand. Ich weiß. Ja, wollte es nur sagen. Nicht, dass es heißt, wir verbreiten hier Gerüchte. Alles, was wir sagen, ist die Wahrheit. Ja, vor allem wissenschaftlich bestätigt. Ja, klar. Von Miyamoto selbst. Miyamoto hat Wikipedia erfunden. Oh Mann! Ohne Spaß, das Steuerkreuz nach unten funktioniert nicht so richtig. Siehst du? Oh, guck mal. Aber nutzt den Stick. Ja, das ist auch schwierig. Boah, das ist wirklich schwierig. Die Steuerung ist schwer. Schwere Steuerung. Die Steuerung ist sehr empfindlich. Ich finde die eigentlich ganz gut. Ja, ist sie auch. Ihr habt es gehört, Wollo findet die Steuerung sogar gut. Ich auch, aber kann es so schlimm nicht sein. Kann es aber nicht verleugnen, dass es, wenn man nach unten drückt, dann... Boah, das ist schwer. Krass, Cornel, ey. Schwer. Zack, hier, NES Remix, Regenbogen, Stars. Ja. Kann ich den damit nicht verletzen? Nein. Damals war das noch nicht so. Was ist denn da los? Und... Damals wusste man noch, dass man Drachen nicht mit Feuer verletzen kann. Oh. Heutzutage interessiert das keinen mehr. Das war knapp. Da sind das Drachen. Ist Bowser ein Drache? Ist eigentlich ein Drache, ne? Eine Eidechse, Drache. Ist ein Drache. Für mich war König Koopa ein Drache. Aber das sind doch Schildkröten. Bowser ist so eine Schildkröte. Nee, ist doch keine Schildkröte. Ja, jein. Klar, müsste ich Miyamoto jetzt mal fragen. Die Frage ist, hat Miyamoto Bowser entwickelt, nachdem er auf dem Drachenfest war? Oder war er im Zoo und hat eine Schildkröte gesehen? Hat auf eine richtig große. Ja, wahrscheinlich eine Riesenschildkröte, auf die er reiten wollte. Und dann hat er sich an der Stachel auf seinem Panzer verletzt. Hat deswegen Bowser entwickelt. Das könnte ich mir vorstellen. Leider machen, Cornel. Du bist leider nochmal dran. Oh! Ja komm, zweite Welt Rotzen war jetzt auch eben noch weg. Nee. Thema. Also bis jetzt ist das echt leicht. Ich könnte jetzt schwören, dass wir beim letzten Mal langsamer waren am Anfang. Warte. Boah, guck dir das an, ey. Boah, hast du das gesehen? Das Problem ist, ich habe ja einfach letztens das Red Noser Kleder Let's Play gesehen und ich kann mir einfach gar nicht mehr vorstellen, dass Leute das Spiel richtig spielen können. Weißt du, der Gedanke kommt mir einfach gar nicht mehr. Nee, das sah aus, als wäre das schwerste. Meatball wäre nichts, war nichts dagegen. Ja. Ohne Spaß. Das war Kaizo, Super Mario Bros. 3, was die gespielt haben. Wahrscheinlich. Muss. Ja, anders lässt sich das nicht erklären. Oh, warte mal. Oh, das ist ja auch, ne, hier kann man ja zurücklaufen. Das ist ein versteckter Block. Ein versteckter Block. Wahnsinn, oder? Das hat irgendjemand anderes reingemacht. Ich glaube, Miyamoto wusste das nicht. Das waren die 10%, die nicht Miyamoto. Ja, weil, wir wissen ja heute, Miyamoto hat sich eine Brille gekauft. Ja. Das ist offensichtlich. Könnt ihr übrigens alles unter www.historischen-nintendofakten.de nachlesen. You got a card! Das war ein Spaß. Die Seite gibt's vielleicht, aber ich weiß nicht. Vielleicht macht die jetzt jemand auf. Macht! Fühlt euch frei! Ja. Ihr habt doch diesen Push hier, damit könnt ihr von leben. Könnt ihr eventuell bald von leben, ja. So, ich mal Level 2. Haben wir noch Zeit. Ah, wir sind bei 14 Minuten, Gold. Ja, was ist ein Spiel in einer Stunde durch, oder wie? Ist der Plan, ne? Und wir haben schon einen zweiten Aufnahmetermin geplant. Ist ja gar nicht nötig. Weil jetzt haben wir doch große Klappe. Das ist sau einfach, Mann. Entspann dich. Ja, ist es auch. Gar kein Ding. Oh, man muss A tippeln und dich gedrückt behalten. Okay. Wieso tippen? Ach so, ja. Das hätte ich dir sagen können. Ja, das war's. Wusste ich nicht mehr.
Ist auch ein einfaches Level, ne? Nee, das war schon ziemlich schwierig. Wieso kriegst du die Sterne immer? Ja, ich kann. Nee. Finde ich nicht gut. Ich habe wahrscheinlich die bessere Verbindung aktuell. Kann sein. Ja, du hostest das Ding. Natürlich ja. Hast du eine bessere Verbindung. Hier, soll ich dir zeigen, wie das geht? Ach, kannst du doch auch nicht. Natürlich kann ich das. Kannst gar nichts, Mann. Falsch. Falsch, das gibt's ja nicht. Aber den untersten kriegst du nicht hin. Na, der war ein bisschen zu früh, glaube ich. Scheiße. Wusste ich, dass du das schaffst. Doch, ich hätte das geschafft. Ich kann das eigentlich. Ich habe den nur zu früh gedrückt. Oh, das Level finde ich richtig cool irgendwie. Ich kann das eigentlich. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ach so. Das Level kannst du. Über jetzt kleine Infos. Könnte sein, dass das Spiel ein bisschen zu laut ist und der Kordel sich mit dem Spiel fast schon überschneidet, deswegen im nächsten Part... Wieso? Ich dachte, ich bin gut. Ja, aber du bist ja dann doch irgendwie immer, du bist ja immer während so einer Aufnahme leiser. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, das ist nee. So Standard-Cornel. Man merkt richtig, wie er mit jeder... nach jedem Satz ein Stückchen weiter weggeht vom Mikro. Das stimmt überhaupt gar nicht. Nein, nein! Also es müsste auf jeden Fall gehen, aber ich denke, ich mach's ein bisschen leiser. Sicherheitshalber. Cornel, jetzt stirbt nicht, ich wollte hier nach aufhören. Ja, können wir doch. Hart. Oh, bum bum. Ah, das wird hart. Das wird hart. Nein, nein! Du bist so doof! Ah! Oh. Ich dachte, ich krieg die Kurve noch nach hinten. Übrigens steht es von den Toten aktuell 2 zu 0. Ja. Ne? Ich meine, wo sind wir hier in der zweiten Welt? Wenn ich irgendwo sterbe, dann am Anfang. Wenn Wollo irgendwo stirbt, dann am Ende. Nein, in der Regel sterbe ich auch mehr am Anfang. Natürlich. Ich mich immer erst einspielen muss. Aber ich bin halt auch jetzt krasser Skiller geworden in letzter Zeit, von daher... Ach, ja, sehe ich. Das war... Jetzt habe ich Angst. Ja, das hatte ich nämlich bei Bum Bum auch. Deswegen wollte ich unbedingt wieder ganz weit nach links. Das hat irgendwie nicht funktioniert, wegen dem Lauftempo. Christian Pilz ist natürlich, ne? Nein! So. Trottel. Aber macht nichts, macht gar so, nichts. Bum Bum, ist doch noch nee. Gar nicht so weit. Ich muss erst mal das hier schaffen. Das wird schwierig. Und ich habe das richtig skillig gemacht. Nee, ich mach's nicht. Da kommst du nicht durch. Wo komme ich nicht durch? Mann, Spaß. Ich weiß es nicht, da durch. Hier bin ich nicht, ich bin nicht zu doof. Ja, jetzt werden wir jetzt sehen. Ist der gut. Das macht der einfach souverän, das Ding. Bum Bum, keine Chance. Das finde ich ein bisschen gemein. Ne? Das ist auch ein bisschen langweilig. Ne? Man sollte wenigstens mal... Man will das Muster ja auch mal sehen, das haben wir. Ja, wenn jemand am Boden liegt, dann springt man nicht nochmal drauf. So, stopp. Wir verabschieden uns. Über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Bis dann und ciao. Tschüss.